Gut, dann gehen wir von Ten Pines Bluff aus los, würde ich sagen. Ah, cool. Also hier bei diesen Comics sind wohl die Minigames dabei, die man auf dem Pip-Boy spielen kann. Das ist auch gut zu wissen. Wollen wir noch die Beta-Pistole schnell ausrüsten hier. Oder Zeta, Entschuldigung. Machen wir mal hierher. So. Können wir mal gucken, wie die aussieht. Okay, interessant. Der gute Freund des Ödlands. Hopp. Hopp. Wo ist ein Cotsworth? Ach da, okay. Moment. Oh, es lenkt mich alles so viel ab hier in diesem Spiel. Ich kann aber nicht. Ich muss hier gucken, was hier drin ist. Es könnte was Cooles sein. Oh, ein Terminal. Kein Problem. Violate. Ah, da ist eins. Also wenn ihr euch wundert, was ich jetzt hier mache, ich gehe hier durch und gucke nach Zeichen, also so welche von diesen Sonderzeichen, die in Reihe markiert sind, wenn ich drüber gehe. Also ich gucke nur mal schnell drüber, weil die Falschergebnisse entfernen. Okay. Treffer 4, Outcome. Okay. Outcast vielleicht. Ja. Aha. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Seht ihr, da hat sich schon gelohnt, hier reinzugucken. Status aktiv. Hä? Ja, ich dachte, ich hätte das jetzt aufgemacht. Nee, ist eine Power Armor. Oh Gott. Da soll sich mal einer drüber beschweren, dass ich mich hier so schnell von allem ablenken lasse. Es ist einfach überall. Überall was zu finden. Was los? Ich komme gar nicht da hoch. Ah doch. Krass. Dann haben wir quasi zwei Power-Armor-Dinger hier. Na, das bringen wir noch nach Hause, das Baby. Schon witzig, weil es sieht schon ziemlich dumm aus. Okay. Hä? Oh. Yeah, ich bin quasi Robocop. Keiner macht den Drogen. Ich helfe dem Farmer. Aber wo ist er hin? Ist der Farmer jetzt gestorben oder was? Ah, ich sehe zumindest keine Leiche. Munition. Todeskrallenhaut. Okay. Hart. Schauen wir mal da hinten. Wir haben hier noch einiges an Fusionskern. Da war ja schon einer drin. Wir bringen das Ding dann gleich auf jeden Fall nach Hause. Okay. Junkie-Notiz.
Handschellen auch. Und ein Teddy. Hey, eine Voltec Lunchbox. Wunderkleber. Bitte. Ah, da bist du. Danke. Das war ja nett. Okay, also es war so eine Environment-Quest wohl. Das ist ein einfacher Farmer, mit dem können wir bestimmt auch nicht mehr quatschen. Ja? Nee, können wir nicht mehr. Witzig aber. Recht witzig. Okay. Wir sollten unsere neu gefundene Power Armor vielleicht mal. Ja, vielleicht mal zurückbringen. Nach wo lagern wir die am besten? In der Red Rocket Raststätte haben wir ja noch so ein Ding, genau. Total Hack Control Robots. Das ist ja geil, ASCII Art. Total Hack. Ich muss erstmal hier ein Bild von machen, weil das. Ups, zu lange gedrückt gehalten. Das ist bestimmt ein toller Thumbnail. So, aber jetzt lagern wir das Ding mal. Also am besten raus. Hoffen wir mal, das ist auch jetzt eigentlich ein gutes Experiment. Hoffen wir mal, dass jetzt nicht irgendwie. Okay. Also die bleibt jetzt hoffentlich hier. Gucken wir mal auf die Karte. Da gibt es ja das Power Armor Symbol. Ah, jetzt ist die weg. Oder wie? Moment mal. Okay. Nee. Hat er jetzt die aus meinem. Werkstatt. Er hat jetzt meine aus dem. Oh Gott. Die war doch schon lackiert und alles. Okay, gehen wir mal nach Sanctuary. Wie ärgerlich. Mann. Das wäre ja super blöd. Ich hoffe, die steht noch da. Shit, ansonsten muss ich hier wieder in Spielstand laden. Das geht ja gar nicht. Das war meine Hot Rod Power Armor. Okay, die ist noch da. Oh. Oh, gut. Dann nehme ich hier einfach alles raus. So, jetzt ist nur noch so ein Gestell hier. Das ist auch ganz cool. Und das ist wohl die letzte Power Armor, die man benutzt hat. Deswegen benutze ich die mal schnell hier. Kurz. Hoffentlich. Hallo und willkommen zurück im Wasteland. Wir sind auf dem Weg, die Quest vom guten Jack Cabot zu erfüllen. Ne? Der hat uns hier losgeschickt, um ein Paket abzufangen, was er offensichtlich verloren hat. Das ist hier hinten, also wir haben schon einen großen Teil des Wegs jetzt zurückgelegt. Ich habe auf dem Weg jetzt aber hier was ganz Interessantes gefunden. Das schauen wir uns erstmal an und dann machen wir uns weiter hier auf den Weg. Nämlich hier so eine Art General Atomics Bunker oder, naja, eher Verkaufshalle, weil hier, ich habe auch den guten Codsworth dabei, hier sind eine ganze Menge von diesen Mr. Handys. Willkommen in der General Atomics Galerie. Sie müssen der neue Aufseher sein. Was? Ja, und ich bin der Gouverneur von Massachusetts. Interimsgouverneur Graham? Welch eine Ehre, Sir. Das dürfte die Verspätung erklären. Sie haben bestimmt viel zu tun. Nun, ich möchte Sie als Erster bei Was? Ihrer neuen Stelle willkommen heißen. Moment. Sobald Sie sich mit allem vertraut gemacht haben, sollten Sie sich beim Direktor melden.
Sein Büro ist in der Statue in der Mitte des Platzes. Wir haben zurzeit geschlossen, aber Personal und Angestellte dürfen das Gelände natürlich betreten. Wenn Sie Fragen haben, helfe ich Ihnen gerne. Okay. Wo bin ich hier? Die General Atomics Galleria ist schon heute das Einkaufszentrum von morgen. In unseren Läden arbeiten ausschließlich Roboter von General Atomics, um zu demonstrieren, wie zuverlässig und vielseitig sie eingesetzt werden können. Erleben Sie, was General Atomics so besonders macht. Wer ist der Direktor? Das patentierte Direktor-Management-System oder DMS von General Atomics koordiniert die Aktionen der Roboter hier in der Galeria. Der Direktor ermöglicht einen autonomen Betrieb der Galeria ohne menschliches Eingreifen. Oh je, das klingt ganz stark nach einer Sache und einer Sache alleine. Durchgeknallte Roboter bringen alle Leute um, die hier einkaufen wollen. Aber wir werden sehen. Warum ist die Galeria geschlossen? Aufgrund laufender Prozesse darf ich das nicht beantworten. Richten Sie Ihre Fragen bitte an die Rechtsabteilung von General Atomics. Das ist alles. Nun gut, viel Spaß bei Ihrem Besuch. Hier ist garantiert irgendwas ganz... ganz schlimm schief gegangen. Oh, der hat nur ein Auge. Waitron. Willkommen bei Handy Eats. Sie zu bedienen liegt uns im Code. Tisch für zwei. Skelette? Oh. Was ist mit all den Leichen? Wir haben viele zufriedene Kunden, nicht wahr? Kaum einer verlässt uns. Eine Sitzecke ist noch frei. Es wäre mir eine Freude, Sie zu bedienen. Probieren wir das mal aus. Sicher. Hier entlang, bitte. Codsworth. Schmeißt die Säge schon mal an. Ihre Bestellung wird gleich aufgenommen. Jede Abweichung von den Standardprozeduren muss vom Direktor schon nicht mehr. Nein, ich habe sie noch nicht bedient. Oh. Ha, ha, ha. Ja. Wer hätte das gedacht? Tja, wer hätte das gedacht? Er hat mich bedient. Oh mein Gott, ich hoffe, die anderen Roboter sind jetzt nicht auch so durchgeknallt. Dann haben wir nämlich hier dieses ganze Camp am Arsch. Es fängt ja gut an. Aber ist ja klar, dass hier im Wasteland natürlich nichts mit rechten Dingen zugeht. Einfach nichts. Dandy Boy Äpfel. Die brauchen wir natürlich. Eigentlich brauchen wir die nicht. Na gut. Happy Eats Terminal. Geschlossen. Management-System ist aktiv. Aufseher ist nicht anwesend. Eine Fehlermeldung von Läden eingegangen. Okay. Keine Warteliste. Niemand auf der Warteliste. Quasi. Anmerkung des Programmierers. Falsche Priorisierung. Okay, also da stand sowas von wegen, die haben denen so einfach irgendwelche Richtlinien einprogrammiert und offensichtlich hat das dann wohl irgendwann zu Fehlschlägen und Missinterpretationen geführt. Ja, das sagst du, aber ist das wirklich nur eine Statue oder ist das gleich auch einfach ein Gegner?
Cotsworth, was sagst du dazu? Sir. Hey, Cotsworth. Das würde mich mal interessieren. Bedienen Sie sich. Was meinst du? Gehen die tief ins Wasser. Du sollst keinen Joke machen. Was meinst du? Mit Furcht erwarten wir die Zukunft, Sir. Oh, tut mir leid, sagte ich. Furcht? Ich meinte eigentlich Freude. Okay. Also er hat nichts hierzu zu sagen, das hätte ich interessant gefunden. Vorsicht vor Eindringlingen und Kommunisten, sagt er. Das hier ist Sommer. Sind Sie ein Kunde? Jetzt hören Sie mal zu. Jeder einzelne Artikel befindet sich genau da, wo er hingehört. Ich habe Jahre gebraucht, hier Ordnung reinzubringen. Sie können sich umsehen, aber nichts anfassen. Okay. Okay. Also ich glaube, ja, die haben irgendwie ihre Befehle oder ihre Algorithmen falsch interpretiert hier. Ich wette, wenn ich hier irgendwie. Ich quatsch einfach mal mit denen. Hey. Oh nee, das bist ja du, Cotsworth, sorry. Eigentlich will ich mit ihm hier reden. Und nichts anfassen. Ich beobachte sie. Schnell speichern. Ah, sie haben es zerstört. Whoop. Ups. Kommt raus und kämpft, wenn ihr euch traut. Wow. Ich glaube, wir sollten erstmal mit diesem Overseer reden. Die Galeria ist auf Anordnung des Direktors geschlossen. Bevor wir hier noch mehr Todesläden finden. Na dann. Wird ja direkt wieder spannend hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Ding sich gleich wehrt. Okay, Made. Treten Sie vor. Made? So, du bist wer? Bleiben Sie stehen. Ja. Ich habe Ihr Vorgehen beobachtet. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Für einen Kriminellen. Du hast mich beobachtet? Dachten Sie wirklich, eine hochmoderne Einrichtung wie die General Atomics Galeria hätte keine richtige Überwachungsausrüstung? Und doch, trotz all meiner Sensoren und all meiner Roboter, weiß ich nicht, warum Sie wirklich hier sind. Was haben Sie vor? Für wen arbeiten Sie? Ich will antworten! Warten Sie. Die große Neueröffnung. Sind Sie Neueröffnungsaufseher 18 Alpha? Sie sind spät dran. Ich sag einfach mal ja. Ja. Ja, genau. Für die manuelle Genehmigung der großen Neueröffnung wird eine Authentifizierung benötigt. Ich muss also Ihre ID sehen. Sir. Okay, dann probieren wir mal. Hier. Scanne? Täuschung festgestellt. Sie wurden gewarnt. Okay, laden wir mal. Ich will das nochmal probieren. Ich will gucken, was da noch passieren kann. Quick Save. So, da sind wir wieder. Irgendwie ist das Spiel gerade abgestürzt. Ich frage mich, ob in einem von diesen Geschäften dieser Overseer oder dieser Aufseher halt rumliegt. Sie kommen gerade rechtzeitig zur Produktvorstellung. Oh je. Ich glaube, Produktvorstellung heißt, er aktiviert hier gleich. Ja. General Atomics, der Weltmarktführer in Sachen Haushaltsrobotik. Unsere zuverlässige der Mr. Handy Haushaltsroboter wird sie von der Plackerei der Haushalte. Bevor der das jetzt macht, ich will nur jeden Laden mal durchschauen, dass wir vielleicht. Okay. Ja, Sie, nicht so schüchtern. Steigen Sie in den Ring und bestehen Sie eine Runde gegen den Chef, den besten
Okay, man kann auch gegen einen Mr. Handy sich prügeln. Das ist ja total weird hier. Willkommen bei Slocum Joe's. Wie wär's mit einem Tässchen Kaffee? Geht aufs Haus. Mehr habt ihr hier nicht? Ich würde Ihnen unsere weltberühmten Donuts anbieten. Die sind aber leider nicht mehr ganz frisch. Eigentlich ist alles nicht mehr so ganz. Möchten Sie einen? Sicher. Kommt sofort. Bei Slocum Joe's hat unser Kaffee die perfekte Temperatur von fast 100 Grad. Oh, fuck. Treten Sie einen Schritt zurück. Ich wette, der fackelt mich gleich ab. Fuck! Oh mein Gott. Ja, das war's schon. Okay, okay, okay. An alle Mitarbeiter! Verdächtiges Verhalten ist umgehend. Schnell mal hier gucken. Hast du ein Bäckereiticket? 47? Kleines Geld. Was soll denn das heißen? 13, Nummer 13, ziehen Sie bitte eine Nummer. Nummer 14 wird. Warten Sie, bis Ihre Nummer aufgerufen wird. Zweiundzwanzig, okay. 15. Hat jemand die 15? Müssen wir jetzt warten? Nummer 16. 16. Was machen Sie denn da überhaupt? Verschwinden Sie! Raus! Das ist total witzig. 17. Nummer 18. Der ist auch so richtig. Der ist auch richtig gelangweilt wie so ein Bäckereimitarbeiter. Nummer 18. Der könnte auch auf einem Amt arbeiten hier. Ich habe gedacht, vielleicht finde ich hier in der Nähe irgendwo einen. Diesen Aufseher, aber. Ich fürchte, das ist nicht der Fall. Das heißt, wir müssen einfach da oben uns durchkämpfen. Das ist natürlich hart. Ich glaube, wir sind langsam aber auch jetzt hier erstmal beim Bäcker dran. 19. Nee, noch nicht ganz. 19. 20. Versuchen wir es noch. Warten Sie, bis Sie dran sind. Oh je. Fängt er jetzt von 1 wieder an, oder was? Nummer 12. Nee. Auch das wird nichts. Nee, nee, nee. Reicht jetzt. Ja, sieh an, Godsworth. Ich quatsch jetzt nochmal mit dem und wenn das jetzt wieder schief geht, dann knall ich halt einfach hier alle ab. Aber dafür nehme ich hier meine legendäre Tommy Gun, die hart Explosionsschaden macht. Ach, die habt ihr ja noch gar nicht gesehen. Die muss ich gerade mal zeigen. Und zwar ist es die, nennt sich Spray and Pray, macht sowieso schon viel Schaden und die Kugeln explodieren und machen auch nochmal 15 Punkte Flächenschaden. Die habe ich in der Markt gefunden und direkt gekauft. Wer schießt hier? Was ist los, du armseliges Weichheit? Ich glaube, Kreuzwerf hat da unten gerade ein Battle gestartet. Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit für ein kleines Schwätzchen. Was ist denn da los? Ah! What the fuck? Was ist denn hier los? Warum haben die denn plötzlich alle angegriffen? Das ist super weird. Das müssen wir nochmal probieren. Vielleicht hat Codsworth es nicht mehr ausgehalten hier. Bei den ganzen anderen wahnsinnigen Robotern.
Okay, also solange wir nicht diese ID haben. Alle Mitarbeiter, verdächtiges Verhalten ist umgehend dem Direktor zu melden. Was? Solange wir die ID nicht haben von dem Aufseher, bringt es leider nichts hier, glaube ich. Jetzt müsste man nur wissen, wo der Aufseher ist. Vielleicht können wir die Roboter ausquetschen und ein paar. Einen Stift und einen Teddy. Ein paar Infos rausholen. Die Galerie ist auf Anordnung des Direktors geschlossen. Verzeihung, Sir. Ich spüre, wie mich die Nostalgie überkommt. Gehen wir mal da rein. Okay, vielleicht ist er in der Bowlinghalle, ich weiß es nicht. Ich will mich hier auf jeden Fall nochmal umgucken. Willkommen bei Matt Alley Bowling. Hier entlang bitte, ich bereite. Halt! Halt! Sie müssen bezahlen! Sie müssen bezahlen! Ich bin doch nur weitergegangen. Ich meine, ihr hättet mich eh angegriffen. Ach du Scheiße. Die haben alle Bowling-Namen hier, die Robos. Ha. Fast hätte ich auf dich geschossen, Cotsworth. Ah. Kerle. Wird man hier auch mal bedient? Oh, und safe, ja. Gut. Ach, komm schon. So. Cool. Das hat Cotsworth nicht gefallen. Guess what? I don't care. Oh, oh, oh. Wir suchen. Oh, ich dachte gerade, es wäre eine goldene Nuka-Cola. Das ist nur eine normale Nuka-Cola. Ups. Entschuldigung. Ups. Ein paar Bowlingbälle könnte ich mal stehlen. Okay. Ich hoffe ja noch immer, dass wir hier irgendwo in diesem Ding den Aufseher finden. Es macht eigentlich sehr viel Sinn, dass der hier irgendwo ist. Sommerkleidung. Und was war das? Schmutziger hellbrauner Anzug, ja. Und Knochen. Oh Gott, oh Gott. Alles im Arsch hier. Bereit für eine Partie, Sir? Ich fürchte aber, die Bamba gibt es nicht mehr. Sehr witzig, Cotsworth. Sehr witzig, ha, ha, ha. So, da hinten kann man noch mal gucken.